Der PS4 mangelt es zwar nicht gerade an Spielenachschub, ein paar mehr Titel dürften es aber dann doch sein. Und genau deswegen setzt Sony dieses Jahr vermehrt auf Indie-Spiele. 2015 hat der japanische Hersteller zahlreiche Download-Titel im Gepäck und einen Großteil davon durften wir bereits anspielen. In diesem Video stellen wir euch 8 kommende PSN-Titel genauer vor. Alien Nation schlägt in die gleiche Kerbe wie der Quasi-Vorgänger Dead Nation, nur dass wir diesmal Aliens statt Zombies über den Haufen ballern und das im Koop-Modus für maximal 4 Spieler. Zur Auswahl stehen verschiedene Charaktere, die über jeweils eigene Fähigkeiten verfügen und so etwa Schutzschilde errichten oder Teammitglieder heilen können. Das klingt vielversprechend und machte beim Anspielen schon in der Pre-Alpha-Version viel Spaß. Ob es 2015 noch was wird mit Alien Nation, ist allerdings noch nicht ganz sicher. Shadow of the Beast ist eine Neuinterpretation der gleichnamigen Trilogie der Amiga-Ära. Trotz Nostalgiebonus wollte der Funke bei uns aber nicht so recht überspringen. Steife Animationen, stupides Knöpfchendrücken und anspruchslose Hüpfpassagen sind alles, was wir bisher von der Metzelorgie gesehen haben. Wir hoffen, dass das der sehr frühen Alpha-Version geschuldet war, sonst geht das Beast-Comeback in die Hose. Würde man Guitar Hero mit einem Rennspiel kreuzen, würde Amplitude herauskommen. Das HD-Remake für PS3 und PS4 orientiert sich stark am PS2-Original. Wir rasen also zu 20 verschiedenen Elektro-, Hip-Hop- oder Dance-Tracks mit unserem Raumschiff über Liederbahn und müssen im richtigen Moment die herannahenden Noten anstimmen. Das Ganze ist durchaus unterhaltsam, allerdings nur im Koop-Modus für bis zu 4 Spieler. Guns Up ist ein typischer Free-to-Play-Titel, wie man ihn vor allem von Smartphones und Tablets kennt. In dem Spiel hetzen wir eine eigens zusammengestellte Armee von links nach rechts Richtung Feindlager, das wir zerstören müssen. Für jeden Kill erhalten wir Münzen, die wir in neue Truppen investieren oder in helfende Extras, wie zum Beispiel Luftanschläge oder Giftgasgranaten. Das erinnert ein wenig an Tower-Defense-Spiele und ist ergo nichts für ein langes Wochenende. Als kleiner Taktik-Snack zwischendurch taugt Guns Up aber allemal. In Everybody's Gun to the Rapture gibt es weder Charaktere noch Zwischensequenzen und trotzdem will das Spiel eine tiefe, fesselnde Geschichte erzählen. Oder besser gesagt gleich 6 Geschichten, denn wir schlüpfen in die Rolle von 6 verschiedenen Protagonisten und erleben in einer offenen Welt um das Dörfchen Shropshire den Weltuntergang. Dank der stimmungsvollen Musikuntermalung hat uns das Abenteuer sofort in seinen Bann gezogen. Fans vom Quasi-Vorgänger Dear Esther oder Gone Home dürfen gespannt sein. Noch ein Koop-Shooter und dazu noch ein sehr interessanter. Hollow Point setzt nämlich auf eine 2,5D-Komponente. Wir können uns zwar nur nach links und rechts oder nach oben und unten bewegen, aber auch auf Feinde im Hintergrund schießen und die auf uns. Prozedural generierte Levels, aufrüstbare Waffen, 4 Spieler Online-Koop sowie ein umfangreiches Charakter-Upgrade-System sind nicht gerade die schlechtesten Zutaten. Hollow Point hat das Zeug zum Überraschungshit. Wer gerne Zombies verprügelt und auf schrullige Wikinger im Comic-Look steht, ist bei Zombie Vikings gut aufgehoben. Mit unterschiedlichen Charakteren und wahlweise mit bis zu 3 Mitspielern kämpfen wir uns in diesem witzigen Sidescroller-Beat'em-up durch Scharen von Monstern. Das sieht nicht nur schick aus, sondern spielt sich auch wunderbar kurzweilig. Nur den Humor muss man eben mögen. Galaxy sieht aus wie eine Weltraum-Action-Orgie, ist im Kern aber ein Space-Shooter mit Roguelike-Komponente. Wird unser Raumschiff abgeballert, müssen wir also von vorn beginnen. Daher meiden wir auf unserer All-Mission durch die prozedural generierte Spielwelt möglichst jedweden Feindkontakt und greifen nur dann an, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Hardcore-Piloten sollten Galaxy unbedingt auf dem Radar behalten,